Dieses Land wird nicht nach deiner Farbe fragen oder gucken und nicht nach deiner Sprache, sondern nach deinem Herzen. Dieses Land benötigt reine Menschen, die bereit sind, ihr richtigen Herrscher zu gehorchen. Gottes Reich ist die letzte Chance, was die Menschheit bekommen wird, damit sie den Höhepunkt ihrer Glückseligkeit auf Erden erreichen kann. Als ob sie sich im Paradies befände, weil Gottes Wille zu erfüllen bedeutet Güte, Segen und Gottes Wohlgefallen, was der Schlüssel der Güte für den Menschen bedeutet, und eintreten dürfen nur bestimmte Menschen. Welche Merkmale brauche ich, damit ich in Gottes Reich leben darf? Unschuld. Markus sagt in Kapitel 10, 13 bis 16, da brachte man Kinder zu ihm, zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen. Das sage ich euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme. Dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Das heißt, stell dir mal vor, du musst so unschuldig sein wie ein kleines Kind, damit du im Gottesreich landen darfst. Richtig unschuldig. Auch wenn du Fehler machst, bist du unschuldig. Wie ein kleines Kind. So musst du sein, damit du Allahs Reich eintreten darfst. Damit du mit Jesus und Mahdi a.s. sitzen darfst, damit du diese Personen treffen darfst, musst du wie ein kleines Kind sein, der unschuldig ist. Wisst ihr, liebe Geschwister, welcher Prophet war der Letzte, der ins Paradies gehen wird? Der Letzte, der ins Paradies reingeht. Da gibt es, wenn wir ins Paradies gehen, da werden Propheten natürlich vor uns reingehen. Aber unter diesen Propheten ist ein letzter Prophet, der ins Paradies reinkommen darf. Wer kennt den Propheten? Das ist der Prophet Suleiman, der Salomo in der Bibel. Im Koran, Suleiman. Warum? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, weil er viel Reichtum bekommen hat. Von Allah subhanahu wa ta'ala. Er war reich. Er durfte dieses Reichtum genießen. Und deswegen sein Herz war nicht hundertprozentig frei, um Allah subhanahu wa ta'ala und das Gottesreich zu lieben, sondern war beschäftigt etwas mit der Materie, mit das, was er bekommen hat. Mit der Materie, was er bekommen hat. Und deswegen, die Reichen, die müssen aufpassen, wovon sie ihre Gelder verdienen, womit sie ihre Gelder verdienen und ob sie die Rechte der Armen berücksichtigen dabei oder wie sie überhaupt reich geworden sind. Jesus sagt, dass die Reichen es sehr, sehr schwer haben werden, ins Gottesreich reinzugehen. Er sagt, wenn ein Kamel es schafft, wie schwer es schaffen wird, durch ein Nadelloch durchzugehen, so wird ein Reicher es schaffen, ins Gottesreich zu kommen. Das heißt, die Reichen, es gibt natürlich Reichen, die gerecht sind oder mit Recht reich geworden sind. Reichtum bedeutet nicht, dass man jetzt auf einmal jetzt alles aufgeben muss und arm wird, sondern man muss immer sich, sagen wir, prüfen, wovon habe ich das Geld verdient, von wem habe ich das, wer hat Ansprüche, wem gehört das, was ich habe, gehört mir das alles 100% oder gibt es Anteile? Das muss man alles berücksichtigen. Die Wahrhaftigkeit in der Glaube, diejenigen, die glauben und gute Werke tun, in jedem Vers in dem Koran, diejenigen, die glauben, die gute Werke tun, das heißt, nicht nur glauben, sondern tun, machen, was du glaubst. Sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 20, darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
Die Pharisäer waren die und Schriftgelehrten waren wie heute bei uns Ulama die Gelehrten. Bei uns waren so ungefähr, also viele Ulama bei uns sind mit diesen Menschen zu vergleichen. Das sind die Leute, die sich zeigen als Religionsmänner, also Rijaluddin, mit Trachten, dass du hier, wenn du ihn siehst, denkst, oh, MashaAllah, Sayyid, Sheikh oder so. Lass dich nicht täuschen. Es gibt so viele Pharisäer, die in den Islam sich befinden, die sich als Ulama nennen oder zeigen, und sie nutzen jede Bewegung, jeden Schritt und Tritt im Islam aus, um reich zu werden auf Kosten der Gläubigen, weil sie schön reden können. Wie viele Ulama gehen freiwillig und zahlen für die Wege, die sie zurücklegen, um Gottes Wort zu bringen? Wie viele? Ganz wenige. Wie viele Ulama kommen kostenlos zu dir nach Hause und begraben vielleicht deinen Vater oder beschneiden deinen Sohn oder machen sie deinen Nikah? Wie viele kommen kostenlos? Wie viele Ulama sagen, nein, ich will nicht? Wie viele? Ganz wenige, ganz seltene Ulama. Da müssen wir Acht nehmen. Davor müssen wir Acht nehmen. Es gibt so viele Pharisäer heutzutage, die in der islamischen Nation, islamischen Umma leben, in der islamischen Gemeinde leben, mit Tracht, als ob sie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam imitieren würden. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Und reden so schön, schön, Honig kommt aus ihren Lippen. Und man hört, wenn man lange genug beobachtet, man sieht, wie korrupt diese Menschen sind. Davor muss man aufpassen. Jesus sagt selber, diese Menschen, die kamen immer wieder und sie kommen in jede Gemeinde und in unserer Gemeinde befinden sich diese Menschen. Passt auf, folgt nicht jedem. Nicht jeder, der sich so wie ein Alim bekleidet, ist ihm zu folgen. Nicht jeder, der sagt, dass ich Sayyid bin, der Sohn von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sollst du mir folgen, sollst du ihm folgen. Nein. Wir müssen aufpassen, weil wir erwarten Isa salamullah alaihi, wir erwarten Imam al-Zaman salamullah alaihi, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ganz schlicht und einfach geredet. Isa alaihi salam, Allahumma salli alaihi wa sallam. Isa alaihi salam hat ganz schlicht und einfach geredet. Der hat nie angegeben, der hat nie sich gezeigt. Der hat ganz normal und bescheiden geredet und durch diese Bescheidenheit haben die beiden die Menschen in die Rechtleitung geführt. Matthäus 3, 5, Vers 31. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm, dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, selig oder selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Das ist das Verlangen nach Gerechtigkeit. Und der Gerechtigkeitsträger ist Imam Zaman Salamullah. Selig der Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig ein reines Herz haben, also die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt. Und das, was der Pastor vorhin meinte, Söhne Gottes, nicht Jesus Christus nur, sondern jeder Gläubige ist mit Sohn Gottes zu bezeichnet. Sohn Gottes bedeutet nicht, dass er uns gezeugt hat, sondern das bedeutet, dass wir zu ihm gehören, dass wir zu ihm zurückkehren, dass wir nicht Söhne der Teufel sind, sondern Söhne der wahren Schöpfer sind. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt. Selig die um die Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das sind die Mustadafun. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Mit Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad und das Beeilung der Erscheinung der Retter, Beeilung der Erscheinung des Menschensohnes, beenden wir diesen Vortrag mit der Hoffnung, dass es euch was gebracht hat und mit der Entschuldigung von den Herrn Pastor, dass ich mit dem Angriff meinen Vortrag angefangen habe. Soll er das nicht so
annehmen, wie sich das anhört, sondern ich mache Ihnen ein Angebot, um über diese Scheinargumente bzw. Scheinwahrheiten, die er verbreitet hat während seines Vortrages, ein Angebot, dass wir uns treffen, inshallah, und wir reden konkret über jedes Thema, was zwischen uns Christen und Muslime hängt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashabihi wa rajum. Barakallahu fiik. Stimmt. Gibt es irgendwelche Fragen, bevor wir ampfen? Wenn jemand irgendwelche Fragen hat, ich bin bereit, bevor wir inshallah mit der Pause anfangen. Er stellt die Frage, ob die frohe Botschaft Jesu Christi mit dem Koran beendet worden wäre. Die Antwort darauf ist nein, also ist noch nicht beendet worden, sondern die Vollendung der frohen Botschaft oder der Erfüllung dieser frohen Botschaft wird nur erst stattfinden, wenn der Imam Zaman, worauf wir warten, Menschensohn, erscheint mit Jesus Christus. Darauf hat auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angedeutet.